Moin Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich bin wieder hier, euer Tobro, und heute soll es um das Shoot 2 gehen von Duji. Das ist ein 3G-Smartphone, was mit seiner dualen Kamera eigentlich hervorstechen soll. Ich hatte damit auch schon ein Unboxing-Video gedreht, hatte ich auch schon seit mehreren Wochen jetzt auch im Test. Und in der letzten Woche, müsste der dritten Woche gewesen sein, habe ich hier Befehle gefunden auf dem Gerät, beziehungsweise sind hervorgestochen, wo ich sagen muss, unbedingt, ganz wichtig, nicht kaufen. Deswegen kommt auch kein Unboxing-Video dazu. Das wollte ich eigentlich schon seit Ewigkeiten rausgebracht haben. Aber ich möchte euch ganz einfach diesen Fehler von diesem Telefon auch abraten. Es hat sehr, sehr starke Probleme. Ich zeige es euch ganz einfach mal. Ich öffne eine App dazu. Natürlich öffnet er es jetzt auf einmal nicht. Ich werde es euch jetzt nochmal erzählen bzw. sagen. Immer wenn ich eine App geöffnet habe, egal welche App es war, wurde ich an eine Mail, im Endeffekt hat sich der Browser vorher nochmal geöffnet und zu Vorschein kam dann eins von diesen, ich sag mal, Websites im 90% irgendwelchen Scheiß, was man mir verkaufen wollte. Das ist halt etwas, was für mich absolut nicht geht. Wenn ich das Telefon nutzen möchte, dann möchte ich da keine Malware, Adware oder sonstiges drauf haben. Und das ist auch nichts, was ich mir irgendwo eingefangen habe. Ich habe nur die Test-Apps, die ich sonst auch immer benutzt habe, nur die habe ich benutzt. Nichts anderes und trotzdem kam im Endeffekt immer wieder dieser Fehler. Was heißt Fehler? Dieses systemeigene Trojaner, Spamware, Malware, was es auch immer ist. Es ist mir relativ wurscht. Auf jeden Fall ging es mir richtig derbe auf den Keks. Es ging so weit, ich habe ja immer noch mein Lumia 950 mit dabei. Und da ich ja mit dem Test-Smartphone immer auch das WhatsApp-Konto auch habe, was unter meinem Video steht, habe ich ja im Endeffekt nicht mehr wirklich damit wirklich von Hand schreiben können. Es ist aber auch nicht der einzige Fehler, den ich hatte. Einen anderen Fehler kann ich euch zum Beispiel zeigen in der Galerie. Die Fotos an und für sich sind für den Preis okay. Gerade ist es auch einer der ersten Smartphones, wo die duale Kamera wirklich einen Sinn hat. Und zwar ist das eine ein Monochrom und das andere ein normaler Sensor. Fand ich in Ordnung, war okay. Aber auch nicht mehr. Ich mache jetzt mal hier das Galeriebeispiel. Und zwar, ich suche mal ein Foto. Hier ist jetzt das Foto an und für sich. Das Akku ist auch gleich leer. Okay, Cancel. Normalerweise, wenn ich das so drehen würde, würde es ja kippen. Macht es aber nicht. Es kippt nicht. Man kann drehen und wenden, wie man möchte. Genauso auch hier das Reinzoomen funktioniert nicht. Man kann zwar reinzoomen, indem man Doppelklick macht, aber dann zoomt man gleich unendlich weit rein und man kann es nicht stufenlos einstellen. Es ist halt etwas nervtötend. Viele sagen ja, Updates, ja, es gab ein Update, richtig. Es gab auch ein zweites Update. Allerdings, wenn ich dieses zweite Update installiere, hängt sich das Telefon komplett aus. Es kommt das Android-Männchen mit Klappe auf und Störung. Also da geht überhaupt nichts. Da geht wirklich gar nichts. Der nächste Knackpunkt ist, wir haben ja 3000 mAh, wo ich sagen würde, bei einem 5-Zoll-Gerät, dass man da schon definitiv ein bis zwei Tage auskommt. Kommt man aber nicht. Ich sag, ein Tag ist maximale Nutzung drin. Mehr ist nicht drin. Das Ding frisst euch das Akku weg. Ich denke mal, das macht der Trojaner, Trojaner, die dateneigene Werbescheiße, was sich irgendwo nach erst 2-3 Wochen scharf stellt. Das gab es schon mal damals bei den UMI-Geräten. Das nächste ist, wenn ihr das Gerät laden wollt, mit dem eigenen Charger, alles kein Problem. Habt ihr aber irgendwelche anderen Kabeln, kommen die hier nicht rein. Es ist zu kurz. Müsst ihr die Hülle immer abnehmen und müsst ihr neu raufstecken. Wenn ihr mir nicht glaubt, dass es so ist, guckt gerne auch bei Moschus rein. Der Moschus hat das gleiche Gerät, bloß halt in der 1-GB-Variante. Aber selbst die 2-GB-Variante, die hakt auf Extremste. Und zwar ist es das ganz einfach, weil das System an und für sich, ich will nicht sagen, euch ausspioniert, aber euch irgendwelche Werbung noch reinschmeißt. Und das ist etwas, was mir absolut auf den Keks geht und was ich so auch nicht unterstützen möchte. Von daher rate ich jeden ab, der dieses Telefon kauft, die ersten 1-2 Wochen ist okay. Danach ist es absolut für den Arsch. Bevor ich es noch vergesse, normalerweise war ja auch noch eine Schutzhülle drauf. Die muss ich runternehmen, weil ansonsten das Touchpad nicht richtig reagiert hat. Also alles, was an diesem Telefon eigentlich im Endeffekt wichtig ist, funktioniert nicht richtig. Lasst die Finger davon,
auch wenn es nur 60 Euro kostet, lasst wirklich die Finger davon von dem Gerät. Es bringt nichts. Guckt euch lieber irgendwas anderes an. Für 60, 70 Euro kriegt man auch schon einige andere Sachen. Ich sag mal, selbst ein Vico Lenny 3 ist besser als das Ding. Weil das Ding hat zwar 3000 mAh Akku und das andere hat nur 2500. Aber trotzdem kam das Lenny 3 besser durch den Tag als das Gerät. Das soll es aber auch schon gewesen sein von diesem kleinen, kritischen, kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es nur so kurz war. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da und wenn ihr keine Handy-Reviews oder was ich ja neuerdings aufnehme, ich nehme ja viele Vlogs jetzt neuerdings auf, wenn ihr das nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr mich gerne und kostenlos abonnieren. Und Tobro sagt mal, bis die Torge. Ciao.